Hallöchen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Risen 1. Wir sind jetzt hier gerade in der Höhle, wo der Druide drin verschollen sein soll und haben zum Glück die Hilfe von Cyrus, der uns hier unterstützt, diese fiesen Echsenmenschen zu töten. Spürt meine Klinge, ihr Schweine! Aua! Warum macht ihr denn sowas? Ihr Drecksviecher! Ich glaube, es... Oh! Jetzt geht's aber los hier. Autsch! Hallo, gleich gewinnen die noch gegen mich. Ich muss mal kurz rausrennen, einen leckeren Heiltrank schnabulieren. Ja, ich höre unseren Cyrus da unten schon schreien. Wir werden ihm auf jeden Fall helfen. Der arme Junge, wir können ihn ja nicht sterben lassen. Oh Gott, Alter, das geht also nicht. Mensch, Junge, lass dich doch nicht einfach so abschlachten. Das geht doch nicht mit dir weiter so. Ja, du bist der Größte, mein Freund Cyrus. Zum Glück hast du uns jetzt einen Arsch hier gerettet. Denn allein hätte man gegen diese Echsenviecher, glaube ich, gar keine Chance. So, dann wollen wir uns jetzt mal umschauen. Hier sind, ja, zwei Räume. Gibt's eine Karte? Eine Karte, Leute, eine Karte. Okay, nicht die Karte, die ich gerne hätte. Das ist die von dem Vulkanfestung. Dann werde ich jetzt, da es aussieht, so ist geradeaus weitergehen, erstmal links lang laufen. Aber hier im Raum sieht auch nicht aus, als wäre hier noch irgendwas. Dann wollen wir erstmal hier schauen, was sich hier noch befindet. Eindeutig Echsenmenschen, würde ich sagen. Hallo? Oh, da steht er doch. Wusste ich doch. Irgendwo habe ich einen Echsenmenschen gesehen. Los, erledige das für uns, mein Freund. Aua. Nicht uns schlagen. Wir sind liebe Freunde der Menschen. Der Echsenmenschen hier. Und du wolltest uns doch nicht wehtun wollen, mein Freund. Aber jetzt hat er sich eh schlafen gelegt. Der Kleine war wohl noch etwas müde. So, gesagt, getan. Weiter rein geht's hier. Ich höre schon wieder Echsenmenschen. Aber hier ist ein kleines Loch, durch das wir durchkriechen können. Und haben wir gerade eine Karte. Nee, ich dachte gerade, wir hätten eine Karte gefunden. Nee. Da kriege ich jetzt noch nicht durch. Das sieht theoretisch gesehen. Nein, dafür verschwende ich jetzt erstmal keinen Zauber, das können wir später noch machen. Aber vielleicht müssen wir doch gar nicht durchkriechen, sondern können irgendwie anders dahin kommen. Vielleicht auch hier irgendwie rum, wenn man hier links lang kann, da unten, dann kommen wir doch auf einen anderen Weg hin, weil es hört sich an, als wären dahinter Echsenmenschen. Und ich will mich mit denen eindeutig nicht alleine anlegen, dafür sind die, glaube ich, noch ein wenig zu heavy für uns. Dafür muss ich meine Schwertkünste noch ein wenig verfeinern. Die sind ja momentan noch so semi, sage ich mal. Autsch! Ja, es geht los, ich ziehe ihn auf mich, du kämpfst. Ich treffe ihn nicht. Wollte gerade sagen, ich treffe den Jungen gar nicht. Oh, ist der kleine Ex-Mensch gestorben. Das tut mir jetzt aber leid. Aber wenigstens hinterlässt du uns einen kleinen Heiltrank und eine schwere Schatztruhe hier. Oh, gar kein Schlossknacken nötig. Ja, dann nehmen wir mal alles mit. Echsenschwert, Nautilus-Spruch und eine Karte. Perfekt. Da kann ich auch mal gleich drauf flugen, ob ich da echt nochmal irgendwie anders hinkomme. Mhm, ich bin eben gerade wo lang gelaufen? Ich komme von da. Ja, da komme ich hier lang nochmal hin. Da brauche ich nicht abkürzen. Gut. Das können wir uns also klemmen. Dann gehen wir mal hier lang weiter. Und ist hier einer? Nein, hier ist gar keiner. Hier haben wir einen netten Tisch, auf dem die leckeren Häppchen zusammenbereitet werden. Da liegen noch ein paar Knochen. Das sind natürlich keine menschlichen. Die würden niemals Menschen essen. So, Schlussknacken. Nein. Von vorne. Da. So, genau. So knackt man Schlösser heutzutage. Wir sind richtige Profis und haben ein Telekinese und zwei Heiltränke. Perfekt. Besser kann es gar nicht laufen, aber ich glaube, wir haben echt ein wenig Leben. Ha, was für ein Satz. Wortspiel. Und ich renne hier gerade einfach rein. Ich dachte, hier geht zurück, aber hier ist noch ein weiterer Raum. Ist denn hier irgendwas? Hallo, rauf da? Ist hier irgendwas am Dach oder so? Egal was da ist, es wird mir Leben angezeigt. Ach ne, Cyrus, ich wollte gerade sagen. Was ist denn da oben, was mir mit Leben angezeigt wird? Das hat mich schon ein wenig verwirrt gerade. Aber davon wollen wir uns auch nicht verwirren lassen, sondern ziehen weiter. Schließlich haben wir jetzt eine kleine Karte. Waren wir da schon? Ja, da waren wir schon drin. Das heißt, von da hinten kommen wir. Da müsste ein großer Raum gewesen sein. Ah ne, ist der Eingang. Dann gehen wir mal jetzt hier runter und ich sehe von hier hinten schon die nächsten Echsenmenschen. Karte weg. Armbrust raus und einmal anschießen bitte. Na? Wirst du wohl? Und angeschossen. Das zählt. Das ist... Oh, hey, zwei Stück. Wow, was war das denn? Cyrus ist Magier. Cool. Das heißt, dann zauber die mal zu Tode hier. Ich warte. Ich blockiere sie so lange. Scheiße. Ich konnte sie nicht lang genug blockieren. Jetzt geht ein Nahkampf. Mit Magie ist er wesentlich besser... ist ihm wesentlich besser geholfen. Denn er ist ein richtig guter Magier sogar. Zwei Schatz hat er nur gebraucht, um die zu töten. Und stirb, Echsenmensch. Aua. Stirb, Echsenmensch. Autsch. So, Echsenmensch, sag ich doch. Stirb. So wird das gemacht, Cyrus. Nahkampf ist wohl nicht so deine Stärke, aber dafür hast du ja uns. Wir sind hier der Krieger, der sowieso
ja, der meistens stirbt und oder so tut, als würde er sterben. Und jetzt erstmal einen netten Heiltrank. So, Echsenmensch, was hat denn dabei? Ein bisschen Fleisch und ein Echsenschwert. Ja, dasselbe ist, der folgt uns hier ein bisschen. Ne, jetzt hören wir auf, dabei zu reden hier. Hallo? Wer redet denn da? Ich höre doch was knurren. Wo lang geht's? Aha, da lang würde ich sagen, geht's auf jeden Fall der offizielle Weg. Dann gehen wir erstmal den inoffiziellen Weg. Aufgepasst, es geht los. Gut, Echsenmensch. Wir sind Freunde. Wir sind Freunde. Ich dachte, wir sind Freunde, Junge. So habe ich mir vorgestellt. Aua. Okay, zwei Echsenmenschen und Cyrus. Cyrus, schießen bitte. Bitte, dankeschön. Cyrus, Cyrus. Ich kann gar nicht mehr aufhören, hier zu blocken. Die schlagen einen Sekundentakt auf mich. Ein. Der erste Echsenmensch ist so gut wie tot. Cyrus lädt hier gerade seine Energie anscheinend auf. Zumindest wieder für ihn hoffen. Wenn er nicht gleich hier schießt, war es das mit mir. Huch. Voll daneben. Ich wollte gerade sagen, wo will denn der jetzt hin, der Junge? So, Echsenschwert. Nächstes Mal einen kleinen Heiltrank. Den schnabulieren wir. Hup, gleich den falschen getrunken hier. Wollte gerade sagen. Hä? Haben wir jetzt so viel Leben bekommen, dass uns das gar nicht mehr heilt? Oh Gott, da sind ja noch mehr von den Viechern. Das hört ja gar nicht mehr auf hier. Und hier haben wir einen kleinen Raum. Was haben wir hier? Hallo? Nichts. Aber da ist das Loch zur anderen Seite. Kann man da ziehen? Nee. Ich dachte, daran kann man ziehen. Das wäre vielleicht irgendwie so ein Geheimteil. Aber es ist nur ein ganz normaler Ring zum Festketten von den bösen Menschen hier. Oder den Ex-Menschen, besser gesagt. Mal Fanfaren. Ah, jetzt geht das wieder los. Da, 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 der da. Dietrich ist. Nein. Da, links, rechts, links. Na, was? Ach, oh, was? Da, 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 da. Was? Da, 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 da. Ja, so, jetzt aber. Alle guten Dinge sind drei, ne? Was haben wir hier? Illusion? Großer Malertrank und ein paar Münzen. Alles mitnehmen. So. Wo lang? Da, der nächste Echsenmensch. Wir holen uns erstmal den nächsten Echsenmensch. Echsenmensch. Steht da drüben was? Nee. Ich sah gerade so aus, als würde da drüben niemand stehen. Aber da habe ich mich wohl geirrt. Da steht niemand, oder? Nein, da ist nichts. Gut, dann erstmal den Raum. Wir wollen hier eine Sache nach der nächsten erledigen. Wir wollen hier nicht durcheinander geraten. Und hier haben wir ein Pilzlager. Ein Pilzbeet. Die Ex-Menschen bauen Pilze an. Aha. Das sind also Drogendealer. Die bauen sich hier ihre Pilze zum Rauchen selber an. Ja, Leute, da sind wir wieder. Irgendwie hat mich gerade das Spiel rausgeworfen. Es hatte wohl keine Lust mehr auf mich. Aber wenigstens finden wir als Entschädigung hier eine Steinplatte und ein wenig Wasser. Ob man das doch trinken sollte, da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Aber ich glaube, ich habe gerade davon gelabert gehabt, dass die Ex-Menschen hier ein paar Pilze anrauchen und ihr Zeug zum Rauchen alles hier selber haben. Was ich persönlich ziemlich unfair finde. Von daher, sollte ich mir einen Teil davon auch nehmen, finde ich. So, da drüben hatte ich schon geguckt, da war keiner und hier bin ich noch nicht drin gewesen. Ich musste mich gerade bis hier nochmal alles neu spielen, was ich persönlich immer ziemlich ätzend finde, wenn kein Autosave zwischendurch eingesetzt hat. So, Echsenmensch, komm mal her, Cyrus, du kannst gleich wieder ein bisschen zaubern. Echsenmensch, es gibt was zu tun. Komm, Zauber, 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 Junge. Genau so habe ich mir vorgestellt, Zauber. Genau so, Junge, mach ihn fertig. Treff doch, was ist los mit dir? Manchmal glaube ich, der raucht heimlich was und deshalb trifft er nicht mehr. Also wirklich, Cyrus, da müssen wir mal ein bisschen üben, ein bisschen Zielwasser vielleicht. Vielleicht auch wie bei Harry Potter, ein Stückchen Felix Felicis. Flüssiges Glück könnte immer hilfreich sein. Vielleicht sollte ich sowas auch trinken, bevor ich solche Spiele spiele, dann stürzen mir die nicht immer ab. Weil ich habe nicht seit kurzem das Problem, dass das Spiel irgendwie hier mal einen Abgang macht. Ich habe aufgenommen und mittendrin macht das Spiel einfach einen Abgang. Ich hoffe, das verschlimmert sich nicht noch hier, dass ich irgendwelche Hardcore-Probleme kriege und gar nichts mehr läuft. Und da drüben scheint es echt nach Karte auch irgendwie, nein, da geht's nicht weiter. Da knurrt mich doch was an. Was knurrt mich denn da so böse an hier? Nichts. Dann öffnen wir erstmal hier die Türen. Hallöchen, ist jemand zu Hause? Ne, hier ist... Wo ist denn unser lieber Druide, der Edgar? Wie hieß der Edgar? Oh Gott, wie hieß denn unser Druidenfreund hier? Müssen wir mal schauen. Keine Spur von Eldrick. Genau, Eldrick hieß unser lieber Druide. Aber wo ist der hingeblieben? Hier finden wir nur ein paar Knochen. Ich hoffe, es sind nicht Eldricks Knochen. Ich würde es nicht verkraften, mein lieber Freund Eldrick einfach so stirbt und... Nein, das würde ich nie verkraften. Das können die mir nicht antun. Eldrick... Doch nicht Eldrick.
So, aber ich habe hier auf jeden Fall noch einen Ex-Menschen gehört. Der war nicht zu überhören. Wo ist der? Hallo? Niemand drin? Nee, egal, öffnen wir trotzdem. Vielleicht ist ja irgendwas versteckt. Hallöchen. Ah. Nö. Interessant. Nein. Gut, weiter geht's. Was haben wir hier? Einen drin? Nein. Machen wir auch auf. Hallo, wo haben sie den Eldrick hin verschleppt? Der arme Junge. Den findet man ja nie wieder hier. Eldrick! Hallo! Eldrick, wo bist du? Kannst du uns hören? Oh Gott, ich hab gar nicht geguckt, da was drin ist. Oh Gott. Greift es mich an? Nee, tut's nicht. Es ist ein Ogre. Ja, können wir den auch versklaven? Wie Don? Ogre wartet Schuppenmann, aber Mensch kommt. Warum kommt Mensch zu Don? Warum nicht? Ich kann auch gern wieder gehen, wenn du das möchtest. Ich suche den Druiden. Du, Ruinen? Druide, es heißt Druide. Ein Mensch, ein Mann, wohl ein Zauberer. Huag, Zauberer, Druide, Menschenmann, Eldrick. Okay, er kennt ihn also. Wo ist Eldrick? Wo ist Eldrick? Schuppige holen Eldrick, Zaubermensch. Nicht wieder gesehen. Weißt du, wo man ihn hingebracht hat? Nein, durch die Wand? Schuppige bringen Dork auch durch die Wand. Durch die Wand? Sind wir jetzt echt bei Harry Potter hier beim Gleis 9 3/4 oder wie? Durch welche Wand bist du gegangen? Wand im Gang hinter großem Raum. Schuppenmann zieht Ring und Wand geht auf. Aha. Und was war hinter der Wand? Böser Zauberer. Versucht Dork zu schmerzen, aber Dork stärker als Schmerz. Okay, was machst du hier überhaupt? Was machst du hier? Schuppenmänner fangen Dork. Dork kämpft gegen Schuppige, aber zu viele kommen und sperren Dork ein. Dork hasst Schuppenmänner. Kann ich gut verstehen. Du bist jetzt auf jeden Fall frei, mein Freund. Du bist frei. Mensch befreit Dork. Mensch Freund von Dork. Ja, super. Wir haben einen Ogre geholfen. Ich denke mal, der wird uns jetzt irgendwas schulden. So, ja, Cyrus bewegt den Hintern her, wir müssen weiter. Aber wir brauchen einen Ring. Der hat ein Zauberer einen Ring gezogen und die Wand geöffnet? Ich bin verwirrt, wie soll denn das funktioniert haben? Weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, müssen wir euch einfach mal gucken. Ich denke mal, da oben wird das irgendwo sein. War ich denn hier schon drin? Nee, ich glaube nicht. Ah, nee, von hier komme ich. War ich denn schon gegenüber drin gewesen? Hier sind ein paar leuchtende Pilze, kann ich mir die in die Hosentasche stecken? Das wäre auch echt cool, so ein Riesenpilz auf Tasche. Wer hat da was schon, ne? Ist doch modern. Was haben wir hier? Der Ring. Nee. Ha. Vielleicht ist es doch der Ring. Weiß ich nicht. Müssen wir jetzt mal gucken. Irgendeinen Ring brauchen wir. So, bewaffnet sind wir. Ist hier noch was? Ah, ein Stängelchen Kraut. Das können wir im Sumpflager verkaufen, bei den Banditen. Da wollte ich sowieso mal nochmal vorbeischauen, weil da läuft ja auch ein Ogre rum. Langsam müssten wir ja stark genug sein, um den zu besiegen. Ich weiß doch, oha, Ex-Mensch. Damals sind wir hingegangen, da hat er uns ja richtig zerlegt. Er hat uns eigentlich mit seinem fetten Hammer da vergewaltigt. So könnte man es besser beschreiben. Cyrus, würdest du bitte schießen? Dankeschön. Und bitte auch treffen. Okay, er hat ihn fast down. Cyrus, dein Einsatz. Genau so habe ich mir das vorgestellt. So, Heiltrank eingesteckt und Wand. Und an der Wand können wir die irgendwie öffnen? Nee, aber hier sind Ringe. Ah, vielleicht meint er diese Ringe hier. Ring, Ring, nein. Hallo, Ring. Ring, Ring, auch nicht. Okay. Ah, oder man benutzt einfach die Winde. Also doch nichts mit den Ringen. Und zack, öffne das Tor, Mann. Alter Schwede, ey. Fitnessstudio können wir uns heute klemmen. Sport haben wir genug gemacht. Und da ist gleich der nächste Echsen-Typ. Alter Schwede. Wer lässt denn die hier raus, wenn die mal raus wollen und die draußen alle tot sind? Die sind ja drin eingesperrt, die können ja gar nicht weg. Oh, jetzt stirb einfach hier. Nerv auf dich, Junge. Du stirbst jetzt einfach hier weg. Meine Fresse, diese Echsen-Menschen sind echt lästige Viecher. Die würde ich mir nicht als Haustier halten wollen. Die wollen ja ständig kuscheln und spielen. Und die schieße ich jetzt einfach an, dann kommst du runter und währenddessen kann Cyrus auf dich schießen. So, Cyrus, zeig mal, was du drauf hast. Zauber ihn zu Tode. Oh, wenn er mal treffen würde. Also vielleicht muss man auch als Magier ja Geschicklichkeit trainieren, damit man irgendwie, ja,
Hier ist nichts. Als Magier Geschicklichkeit trainieren. Ich höre aber eine Echse. Dahinter könnte es eventuell sein. Da klingt es so, als wäre eine Echse hinter. Nee, vielleicht muss man als Magier auch Geschicklichkeit trainieren, damit man irgendwie trifft, weil der scheint ja nicht wirklich gut zu treffen. Und hier sieht es auch, als könnte man durch, aber... einen Ring. Hier ist hier ein Ring? Hier ist kein Ring oder sowas, oder? Ring, Ring, hallo? Ein Ring? Ist hier vielleicht auch so ein Ring in der Wand? Ja, da ist einer. Und den können wir sogar ziehen. Ah, wir müssen uns also keinen Ring kaufen. Keinen Ring kaufen, keinen Ring finden. Der meinte echt so ein Ring an der Wand. Und da ist ein Exit. Ich sage, hier ist er kaputt. Los. Schieß ihn zu Tode. Es ist dein Job, ihn zu töten, Cyrus. Komm schon. Na los, wirst du wohl, Cyrus? Das wirst du wohl hinkriegen. Der Echsenpriester ist noch nicht stark für dich. Oh, er trifft einfach nicht. Was ist denn mit dem Jungen los? Cyrus. Alter, so schade. Okay, jetzt hat er ihn gleich. Jetzt haben wir ihn. So. Da können wir ihn auch gleich ausplündern, würde ich mal sagen, wenn er schon mal hier ist. Einmal Skelett beschwören. Teleport zum Nordtempel. Zum Nordosttempel? Okay. Amulett. Oh, das sieht sehr nice aus. Müssen wir mal gucken, ob wir was Besseres anhaben oder ob wir das nehmen können. Und ein Echsenschwert. Ein kleiner Schrank. Müssen wir nicht knacken, obwohl es ein schwerer Schrank ist. Und 12 Stücke Fleisch. Sehr gut. Das können wir sehr gut gebrauchen. Fleisch ist immer gut, da haben wir was zum Futtern. Vor allem, falls wir den Rufo nochmal brauchen. Wenn wir den armen Rufo nochmal füttern müssen, damit er uns lieb hat, haben wir genug Fleisch, da können wir ihn richtig vollstopfen, den armen Jungen. Magischer Schutz, sehr gut. Dafür haben wir damals eine Menge Geld bezahlt, um gegen Brogar zu gewinnen. Den haben wir auch gut gebrauchen können. Und ich sehe gerade, ich brauche Leben. Leckerer Trank. Cyrus und... Oh, steinerner Thron. Da können wir uns ja mal kurz eine Runde hinsetzen und wir bedenken diese Situation. Es ist echt nicht einfach hier. Wir kämpfen uns durch die Ex-Menschen und jetzt ist genug gedacht. Stehen wir auf und guck mal, hoffentlich sitzt jemand hier in der Zelle. Sieht nicht so aus. Doch, da sitzt jemand in der Zelle. Jetzt sehe ich es, wo die Kamera ranzoomt. Bitte, Eldrick. Eldrick, endlich. Ich hatte schon gedacht, ich komme hier nie wieder raus. Ich bin Eldrick. Die meisten nennen mich Eldrick, den Druiden. Und? Bist du ein Druide? Ich bin, wer ich bin. Mir ist egal, wie die Leute mich nennen. Solange sie mich in Ruhe lassen. Aber wer bist du? Ich bin... Bandit ist schon ein Schiffbrüchiger. Ich bin ein Schiffsbrüchiger. Dann hat das Schicksal wohl noch etwas vor mit dir. Was meinst du damit? Nichts geschieht aus Zufall. Es gibt einen Grund, warum du gerettet wurdest. Die Welt hat einen Plan und du bist ein kleiner Baustein davon. Du kannst dich nicht dagegen wehren. Also, warum bist du hier? Ich bin hier und ich habe deinen Stab gefunden. Ich habe deinen Stab gefunden. Danke. Ich habe ihn beim Kampf gegen diese Echsen verloren. Warte, ich habe zwar nicht viel, was ich dir geben kann, aber vielleicht kannst du dieses Amulett gebrauchen. Noch ein Amulett wird immer besser hier. Schauen wir uns gleich bestimmt nochmal an hier. Du musst mir helfen, ein magisches Artefakt zu reparieren. Was für ein Artefakt? Eine goldene Scheibe mit einem Kristall. Der Kristall scheint irgendwie kraftlos zu sein. Hast du die Scheibe dabei? Nein, Meister Cyrus hat sie. Ein Magier? Nein, mit Magiern arbeite ich nicht zusammen. Wenn ich die Scheibe reparieren soll, dann machen wir beide das. Also, hol die Scheibe und schick den Magier weg. Dann gehen wir zu meiner Hütte. Okay, sollte ja kein Problem sein, hoffe ich mal. Ja. Ich brauche die Scheibe. Wieso? Eldrick will nicht, dass du bei dem Ritual dabei bist. Was? Kommt gar nicht in Frage. Willst du das dem Inquisitor erklären? Nein. Also gut, hier ist die Scheibe. Ich werde mich hier noch ein bisschen umsehen und dann zur Festung zurückkehren. Gut, dann wollen wir mal, oder? Ich habe die Scheibe. Gut, dann sollten wir von hier verschwinden. Lass uns zu meiner Hütte gehen, dann können wir über alles reden. Wir wissen nicht, ob es hier noch mehr von diesen Echsenmenschen gibt. Ich bin auch nicht heiß drauf, es herauszufinden. Also, was weißt du denn überhaupt über diese Echsenmenschen? Was weißt du über die Echsenmenschen? Sie beherrschten einst die Welt, aber das ist lange her, sehr lange. Ich habe keine Ahnung, woher die kommen. Aber es muss etwas mit den Ruinen zu tun haben. Meinst du, es gibt noch mehr von ihnen? Wer weiß?
Wer hätte vor 10 Jahren gesagt, dass die Götter verschwinden und die Titanen zurückkehren? Die Vergangenheit erhebt Anspruch auf die Zukunft. Und die Echsenmenschen sind Teil der Vergangenheit. Okay, dann lass uns zu deiner Hütte gehen. Lass uns zu deiner Hütte gehen. Folge mir. Ah, sehr gut, jetzt können wir ihm mal folgen. Er kennt ja wenigstens den Weg und hier ist ein Hebel. Hehe. Du wirst wieder eingesperrt, mein Freund. Wo bleibst du? Weg? Nee. Ja, ich komm ja schon. Ich wollte nur noch mal ein bisschen mit deinem Gefängnis da rumspielen. Ah, Gott, hat der einen Hackengas drauf, ne? Das ist ja unnormal. Der so schnell wie der hier unterwegs ist, ey, in der Zeit, da laufe ich einen Marathon. Und Hackenexenschwert, egal, das lassen wir jetzt zurück. Dann wollen wir erstmal zu seiner Hütte und ich hoffe, dass die Echsenmenschen nicht neu gespawnt sind und hier neu auftauchen. Da ist noch der Ogre, da steht Cybus rum. Ja, mit Cybus können wir nichts mehr anfangen. Der steht jetzt hier im Tempel und chillt eine Runde. Hallöchen, Dog. Na, wie geht's? Ich frage mich, wo der jetzt wohl hingeht. Vielleicht treffen wir ihn ja später nochmal wieder und er kann uns irgendwo bei helfen, unterstützen oder was auch immer. Ist er jetzt schließlich unser Freund? Und bitte, nein, er rennt außen rum. Ich habe gehofft, dass er vielleicht durchs Wasser abkürzt. Aber nein, die KI hat natürlich die Anweisung, hier einmal ganz außen rum zu laufen. Na, das liebe ich natürlich. Aber naja, dieses Spiel ist trotzdem richtig Hammer. Und ich liebe es einfach, vor allem die Story, die finde ich richtig cool gemacht. Und ich bin mal gespannt, wie wir jetzt diese Kristallscheibe wieder reparieren. Und wieso der Magier nicht dabei sein darf. Hat er eine Abneigung gegen Magier oder weshalb durfte er nicht dabei sein? Oder war er selbst mal vielleicht einer und wurde verstoßen? Wer weiß. Und sein Stab sieht auch ziemlich cool aus. Vielleicht hätte ich den selber behalten sollen. Dann hätte ich selber vielleicht so ein kleiner Druide werden können. Ich wette, wenn wir den Weg des Magiers gegangen wären, hätte er uns bestimmt den Weg des Druiden lernen können. Garantiert sogar hätten wir hier Druide werden können. Und wenn ich mal so drüber nachdenke, hätte auch genauso Dork der Druide sein können, der sich in irgendeine Gestalt verwandelt hat, um stärker zu sein. Und was haben wir denn hier? Aha, eine Nische. Was war das? Stachelratte. Das hat mich nicht angeknüpft. Was ist das denn? Da drin knurrt mich irgendwas ganz, ganz böse an. Gehe lieber ein paar Meter weg. Ja, wir gehen erstmal zu deiner Hütte. So, da sind wir. Hier können wir über alles reden. Das sehe ich genauso. Ja, Leute, endlich haben wir Eldric gefunden. Er kann uns helfen, die Kristallscheibe zu reparieren. Wobei ich mich trotzdem frage, wieso der Magier nicht dabei sein durfte. Hat er schlechte Erfahrungen mit denen gemacht? Oder was sind die Gründe für sein abwegiges Verhalten? Aber naja, es soll uns nicht weiter stören, solange er uns helfen kann. Und ich bin mal gespannt, ob es klappt. Wenn euch mein Video gefallen hat, liked es, abonniert meinen Channel. Ich würde mich sehr darüber freuen. Bis zum nächsten Mal mit eurem Twin Force.